Laudetur Jesus Christus, hier ist Vatican News. Herzlich willkommen auf dem Petersplatz. Herzlich willkommen zum Angelusgebet, das Papst Franziskus mit den versammelten Pilgern, Klammer auf, in großer Hitze, Klammer zu, in Kürze beten wird. Dies hier ist ein neuer Service, das Angelusgebet am Sonntag, an normalen Sonntagen übertragen wir normalerweise ja nicht in deutscher Sprache. Das ändert sich nun, und zwar unter anderem auch deswegen, weil Sie uns über unsere neue Vatican Audio App hören können. Also über den Google Play oder den App Store können Sie Vatican Audio herunterladen und jedes Mal, wenn der Papst live eine Veranstaltung hat, ein Gebet, eine Messe, ein Treffen und wir eine deutsche Übertragung anbieten, können Sie das live mithören. Besonders natürlich, wenn Sie auf dem Petersplatz sind, das ist die Idee. Auf dem Petersplatz den Papst in seiner eigenen Sprache hören. Der Papst wird gleich um Punkt 12 Uhr ans Fenster treten und dann einen üblichen Ablauf nachvollziehen. Erstens wird er die Katechese sprechen, eine Katechese zum Sonntagsevangelium der Brotvermehrung nach dem Johannesevangelium. Dann wird das Angelusgebet gesprochen auf Latein in Frage-Antwort. Das werde ich nicht übersetzen, das ist ein Gebet, das lassen wir so, wie es ist. Und dann wird der Papst noch, ich weiß nicht, einige Grüße sprechen an versammelte Pilger auf dem Platz oder einen Appell oder ein Thema ansprechen, das ihm besonders wichtig ist. Das macht er ja auch gerne zu diesem Sonntag, zu diesem Anlass, oben vom Fenster aus dem dritten Stock des sogenannten Apostolischen Palastes, dort, wo die Papstarbeitsräume sind, für alle hier auf dem Petersplatz und zu Hause. Und natürlich, und ich wiederhole das gerne noch einmal, über die Vatican Audio App, über die wir nun alle auch mit dem Papst jeden Sonntag gemeinsam beten können. Mein Name ist Pater Bernd Hagenkort und ich freue mich, Sie durch dieses Angelusgebet begleiten zu dürfen. Jetzt ist es gleich 12 und der Papst wird ans Fenster treten. Normalerweise begrüßt vom Jubel der Menschen. Und da ist er auch schon. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Liebe Schwestern und Brüder, guten Tag. Siete coraggiosi con questo sole in piazza. Ihr seid ganz schön mutig hier mit der Sonne auf dem Petersplatz. Il Vangelo di oggi presenta il racconto della moltiplicazione dei pani. Das heutige Evangelium stellt die Geschichte der Vermehrung von Brot und Fisch dar. La grande folla. Als Jesus die große Menge sah, die ihm am See von Tiberias gefolgt war, wandte er sich an den Apostel Philippus und fragte: Wo können wir Brot kaufen, damit sie etwas zu essen haben? Die wenigen Münzen, die Jesus und die Apostel besitzen, reichen nicht aus, um diese Menge zu ernähren. Und so führt Andreas, einer der 12, einen Jungen zu Jesus, der alles zur Verfügung stellt, was er hat. 5 Brote und 2 Fische. Aber natürlich, sagt Andreas, sind sie nichts für diese Menge. Der Junge ist mutig, der Junge ist ein guter Junge, denn auch er sah ja die große Menge. Und er sah auch selber, dass er nur 5 Brote hatte. Also, aber wenn das hilft, dann gebe ich das gerne her. Dieser Junge gibt uns etwas zu denken, dieser Mut. Die jungen Menschen sind so, sie haben Mut. Wir müssen ihnen helfen, diesen Mut weiterzuführen. Und Jesus befiehlt seinen Jüngern, die Menschen sich setzen zu lassen. Dann nimmt er diese Brote und Fische, dankt dem Vater und verteilt sie. Und jeder kann sich satt essen. Alle haben das gegessen, was sie brauchten.
Mit dieser Erzählung des Evangeliums führt uns die Liturgie dazu, unseren Blick nicht von jenem Jesus abzuwenden, der am vergangenen Sonntag im Markus-Evangelium Mitleid mit einer großen Menschenmenge hatte. Auch dieser Junge mit seinen fünf Broten hat verstanden, das Mitgefühl Jesu, das Mitgefühl, das auch ihn dazu bewogen hat, alles anzubieten, was er hat. Heute zeigt uns Johannes noch einmal Jesus, der auf die Grundbedürfnisse der Menschen achtet. Die Episode geht auf eine konkrete Tatsache zurück. Die Menschen sind hungrig und Jesus bezieht seine Jünger mit ein, damit dieser Hunger gestillt werden kann. Das ist ganz konkret. Jesus beschränkt sich nicht nur darauf, das zu geben, sein Wort, sein Trost, seine Rettung und schließlich sein Leben, sondern er tat es sicherlich auch dadurch, dass er sich um die Nahrung für den Körper kümmerte. Und wir, seine Jünger, können nicht so tun, als ob uns das nichts anginge. Nur wenn man den einfachsten Wünschen der Menschen zuhört und sich neben ihre konkreten Existenzsituationen stellt, kann man von höheren Werten sprechen. Gottes Liebe zur Menschheit, hungrig nach Brot, Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden und vor allem nach seiner göttlichen Gnade, scheitert nie. Jesus nährt auch heute noch, um sich selbst zu einer lebendigen und tröstenden Gegenwart zu machen. Und das tut er durch uns. Deshalb lädt uns das Evangelium ein, verfügbar und fleißig zu sein. Auch dieser Junge, der sich sicher war, nur fünf Brote zu haben, die nicht ausreichen würde, hat das gegeben. Angesichts des Hungerrufs, allerlei Hunger von so vielen Brüdern und Schwestern auf der ganzen Welt, können wir nicht losgelöst und ruhig bleiben. Die Verkündigung Christi, des Brotes des ewigen Lebens, erfordert ein großzügiges Engagement der Solidarität für die Armen, die Schwachen, die Letzten, die Wehrlosen. Dieses Handeln der Nähe und der Nächstenliebe ist der beste Test für die Qualität unseres Glaubens, sowohl auf der persönlichen Ebene als auch auf der Ebene der Gemeinschaft. Alla fine del racconto, Gesù, quando tutti furono saziati, am Ende der Geschichte berichtet der Evangelist, dass Jesus, als alle zufrieden waren, zu den Jüngern sagte: Sammelt die fortgeworfenen Stücke, die nicht gebrauchten Stücke, damit nichts verloren geht. Das möchte ich euch gerne vorlegen, diesen Satz Jesu. Sammelt die nicht gebrauchten Stücke, damit nichts verloren geht. Ich denke an die Menschen, die Hunger haben. Wie viel nicht gebrauchtes Essen werfen wir weg? Jeder von uns möge darüber nachdenken. Das Essen, das zum Mittagessen, zum Abendessen nicht gebraucht wird, wohin geht das? Bei uns zu Hause, was machen wir mit dem Mittagessen, das wir nicht essen? Werfen wir das weg? Nein. Wenn du das normalerweise machst, dann sprich mit deinen Großeltern, das rate ich dir, deinen Großeltern, die nach dem Krieg gelebt haben, und frag sie, was sie gemacht haben mit Essen, das nicht gegessen wurde. Niemals, niemals Essen wegwerfen. Man nutzt es wieder oder man gibt es jemandem, der es braucht. Niemals, niemals Essen wegwerfen. Das ist ein Rat und auch etwas für die Gewissensrechenschaft, die eigene. Was machen wir zu Hause
mit dem Essen, das wir nicht brauchen. Lasst uns zur Jungfrau Maria beten, dass Programme, die der Entwicklung, der Ernährung und der Solidarität gewidmet sind, in der Welt die Oberhand gewinnen und nicht die Programme des Hasses, der Rüstung und des Krieges. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumo Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pros fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. E non dimenticatevi de due cose. Vergesst niemals zwei Dinge zu tun. Eine Ikone und ein Satz, eine Frage. Dieses Bild, die Ikone des mutigen jungen Menschen, der das Wenige gibt, das er hat, um eine große Menge von Menschen zu sättigen. Er hat Mut gehabt, habt auch ihr Mut. Und die Frage ist eine Gewissensrechenschaft. Was macht ihr zu Hause mit dem nicht gebrauchten Essen? Dankeschön. Noch einmal eine Kurzzusammenfassung seiner eigenen Katechese nach dem Angelusgebet. Und der Papst wird noch mal einige Grußworte jetzt an die Menschen richten. Liebe Schwestern und Brüder, morgen ist der von den Vereinten Nationen geförderte Welttag gegen Menschenhandel. Diese Plage bringt viele Männer, Frauen und Kinder in die Sklaverei mit dem Ziel der Ausbeutung, Arbeit und sexuell, des Organhandels, des Bettelns und der erzwungenen Kriminalität. Auch hier in Rom. Migrationsrouten werden auch häufig von Menschenhändlern und Ausbeutern genutzt, um neue Opfer des Menschenhandels zu rekrutieren. Es liegt in der Verantwortung aller, Ungerechtigkeit anzuprangern und sich gegen dieses schändliche Verbrechen zu wehren. Ich begrüße nun alle Pilger aus Italien und aus verschiedenen Ländern, besonders die Gläubigen aus Rio de Janeiro, Neu-Freiburg und drei weiteren Städten in Brasilien. Saluto l'Associazione Amici di Santa Giovanna Antida Touré.
begrüße den Verein der Freunde der heiligen Johanna, die Pfadfindergruppe aus Padua und Bethlehem, die Jugend von Cerese und die Firmlinge aus Timbelle. Ich wünsche euch allen einen guten Sonntag. Bitte vergesst nicht, für mich zu beten. Guten Appetit und auf Wiedersehen. Damit endet das Angelusgebet des Papstes hier auf dem Petersplatz. Einen vollständigen Bericht über die Katechese und auch alles sonst noch können Sie in wenigen Augenblicken bei uns auf vaticannews.va wiederlesen. vaticannews.va. Ich darf mich von Ihnen verabschieden und auch von meiner Seite aus einen guten Sonntag wünschen. Mein Name ist Pater Bernd Hagenkort und es hat mich besonders gefreut, wenn Sie uns über unsere neue Vatican Audio App zugehört haben. Ein Service, den wir ab jetzt auf Deutsch regelmäßig anbieten werden. Zu Hause und auch gerne hier auf dem Petersplatz dem Papst in eigener Sprache zuhören. Ihnen alles Gute, wo Sie uns auch zugehört haben. Hier ist Vatican News, Laudetur Jesus Christus.